Hildegard Knef war eine der schillerndsten Sängerinnen und Schauspielerinnen Deutschlands und am 12. März kommt ihre Biografie als aufwendiger Film in die Kinos und die Titelrolle in Hilde spielt Heike Makatsch und die begrüße ich jetzt ganz herzlich bei mir. Hallo Heike, schön, Hallo. Dass du da bist. Sag mal Heike, wie war denn deine erste Reaktion auf die Frage, willst du Hildegard Knef spielen? Na, es war nicht so eine direkte Frage, es war eher so ein Prozess, eine Entwicklung. Also Judy Tossel, die Produzentin des Films, und ich, wir haben schon zwei kleine Filme vorher miteinander gemacht, Schwesterherz und Almost Heaven. Und es war eher so ein gemeinsames Brainstorming, als wir dann über Hilde stolperten, fast schon, und uns sagten, da sollten wir vielleicht mal ein bisschen genauer hinsehen. Und sie hat sich dann die Rechte besorgt und es war halt ein langer, langer Prozess und nicht so eine Nachricht der Freude, so jetzt du spielst Hildegard Knef oder so. Also insofern ist es was, wo ich hineinwachsen konnte. Das heißt, du warst gar nicht so beim Casting und irgendwie 20 andere waren noch da und irgendwann hat man gesagt, so Mensch Heike, du bist die Richtige. Nee, dann wäre es wahrscheinlich sowas gewesen, wo man in die Luft springt, so ja, ich habe die Rolle. Und, aber es war nicht so, nee. Ja, aber deswegen nicht weniger schön und aufregend. Ich meine, wie hast du dich denn vorbereitet? Wie bereitet man sich überhaupt auf so eine Rolle vor? Naja, weil man ja weiß, dass es einige Menschen gibt, die Hildegard Knef geliebt haben oder auf jeden Fall gekannt haben, vielleicht auch als Provokation empfunden haben, wusste man, dass man diesem öffentlichen Bild von ihr auch zum gewissen Maße gerecht werden muss. Aber sie hat natürlich auch sehr viel hinterlassen, ihre ganzen Bücher, ihre gesamten Schallplatten, ihre Lieder, ihr Oeuvre, ihre Filme, ihre Talkshow-Auftritte und all das konnte man natürlich studieren und Paul von Schell, ihr letzter Ehemann, hat uns auch tatkräftig zur Seite gestanden. Das heißt, mit dem hast du dann wahrscheinlich auch gesprochen und ihn ausgequetscht. Ja, auch, aber ich denke, dass ich durch ihre Literatur und durch ihren Gesang und durch sie selbst in Film- und Talkshow-Auftritten ihr noch näher kommen konnte, weil da konnte ich sie einfach studieren und lange beobachten. Du hast auch gesagt, ich kann das nicht allen recht machen, ich muss meine eigene Hilde finden. Also das heißt, es waren wirklich nur so Bücher lesen, Musik hören, du hast sie also nie persönlich getroffen vorher auch. Also, ich meine, konntest du ja jetzt auch nicht, nein, ja tot. Aber davor, also bevor sie gestorben ist, hattest du sie auch nie getroffen? Nee, und selbst wenn ich sie mal getroffen hätte, hätte ich mir trotzdem mein eigenes Bild machen müssen und hätte sie selber interpretieren müssen. Also ich kann nicht sie sein, ich kann nicht in sie hineinsehen und ich kann nie wissen, wie sie wirklich war. Es ist letztendlich ein großer Teil Projektion, ein großer Teil mein eigenes Vorstellungsvermögen, was diese Frau angetrieben hat und das habe ich ihr dann halt gegeben in meiner Interpretation. Und das heißt, was war denn typisch für ihre Mimik, ihre Gestik, ihre Stimme? Na, das will ich jetzt gar nicht so zerfleddern, ehrlich gesagt, aber es ist auf jeden Fall sehr prägnant gewesen. Ja? Also sie hatte eine ganz besondere Aussprache, einen ganz besonderen Duktus und ich habe halt versucht, ihre äußeren Gestik, Mimik dazu zu nutzen, nach innen zu gucken bei ihr. Und später, wenn man das Innere dann für sich verstanden hat, dann folgt das Äußere auch beim Spiel. Mhm. Wann hast du denn das erste Mal in deinem Leben Hildegard Knef überhaupt wahrgenommen? Das weiß ich nicht, weil sie war ja irgendwie immer da, ne? Ja. Also ich bin in den 70ern geboren und da war sie ja noch ein großer Star, dann wurde sie etwas älter, aber sie war trotzdem immer da, auch wenn sie nur durch die Talkshows tingelte und jetzt nicht unbedingt selber aktiv gesungen hat, aber sie hat ja auch noch getourt bis in die 90er hinein. Mhm. Insofern ja, war sie halt so eine Dame, die immer in der Öffentlichkeit einem bewusst war. Inwieweit ist denn ein Film über Hildegard Knef auch ein Film über Deutschland? Ja, ich denke, dass es sehr eng verknüpft ist, weil sie war ja während des Zweiten Weltkriegs schon Schauspielschülerin, hat da sogar auch in der Nazizeit ein paar Filme gedreht. Danach war sie aber ein großer Nachkriegsstar in Deutschland. Dann ging sie nach Hollywood, was auch von Deutschland dann wiederum beurteilt wurde. Dann kam sie zurück, hat Die Sünderin gedreht, was auch wiederum das prüde Deutschland erregt hat. Also Deutschland hat sich irgendwie immer so ein bisschen an ihr abgearbeitet und dann auch sein eigenes Gesicht gezeigt. Ne? Du hast ja auch CD und Hörbuch mitgebracht. Also auf der CD sind deine Interpretationen der ganzen Songs. Und das Hörbuch, da sprichst du ihre Biografie. Genau, der geschenkte Gaul. Was hat dich denn an ihrem Leben rückblickend besonders fasziniert und begeistert? Ja, also ich denke, sie war ihrer Zeit als Frau sehr voraus. Sie hat einfach keine Grenzen für sich akzeptiert und war sehr mutig und hat sich immer wieder neuen Herausforderungen gestellt. Auf der anderen Seite war sie, und das ist halt das Interessante an ihr, dass diese Brüchigkeit da war, auch sehr bedürftig und hat die Anerkennung und die Liebe von vielen sich gewünscht und war deswegen ein sehr ambivalentes, schillerndes Wesen, denke ich. Und sie war eine großartige Künstlerin. Mhm.
Wie war das denn für dich, als du wusstest, okay, du musst auch ihre Lieder singen, also selber auch singen? So, wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Hat dir das auch irgendwo Angst gemacht, weil das schon eine mega Aufgabe ist? Ja, es war, also Angst würde ich es nicht nennen, aber es war mir schon bewusst, dass ich daran ein wenig arbeiten sollte und habe dann auch Gesangsunterricht genommen und mich sehr langsam herangetastet, mir viel Zeit genommen, mich sehr viel mit ihren Liedern auseinandergesetzt, aber dann auch sehr lange bin ich ins Studio gegangen, habe immer wieder die gleichen Lieder eingesungen, bis ich mich dann so ein bisschen vom Original lösen konnte, einen Schritt weit, nicht zu sehr wiederum, weil ich ja nun schon Hildegard Knef spiele und nicht einfach sage, Heike singt jetzt mal die Lieder, die damals Hildegard Knef sang. Also muss da schon irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit erkennbar sein, aber trotzdem musste ich mich so weit lösen, dass ich nicht nur imitiert habe, sondern auch singen konnte. Ne? Aber gab es dann da auch mal so Frustmomente, so kleine, wo du dachtest, Mann, ich höre mich einfach nicht so an und irgendwie klingt das besser, was sie gemacht hat? Ja, doch, die gab es auch, ja. Wie hast du dich dann da motiviert in so einer Situation dann? Ja, das mussten dann andere tun. das ist auf jeden Fall so gewesen, dass ich A, natürlich merke, wie ich beim Singen auch an meine Grenzen stoße und dann sagte der Produzent zu mir, Heike, das war so ein bisschen flat, also nicht ganz drauf der Ton und ich habe es einfach nicht hören können, ja, und das hat mich dann doch ein bisschen zum Zweifeln gebracht. Ich so, ich kann es nicht hören. Ich finde, das hört sich richtig an. Naja, und klar, wenn ich den direkten Vergleich gehört habe, erst mich, dann Hilde, dann habe ich halt schon gesehen, dass da Welten dazwischen liegen. Ich will jetzt noch nicht mal unbedingt sagen, qualitativ wahrscheinlich auch, aber ist es einfach anders. Sie ist, hat halt viel mehr getrunken und geraucht als ich. Nein, aber ich finde, du hast es großartig gemacht. Ich habe da auch mal reingehört, also es klingt wirklich ganz toll. Aber das war ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass du gesungen hast. Also Männerpension zum Beispiel, Stand By Your Man, war ja auch in den Charts damals. Wie wichtig ist dir denn das Singen? Also könntest du dir vorstellen, jetzt selber auch Songs zu schreiben und als Sängerin zu arbeiten? Ja, ich denke, das hätte ich schon bislang getan, wenn ich mir das vorstellen könnte. Also bis jetzt ist da noch nichts aus mir herausgeflossen. Aber ich singe sehr gerne, auch zu Hause und so. Und wenn ich das dann mal öffentlich machen darf oder in meinem Film, dann ist das immer eine willkommene Chance für mich, mal zu singen. Aber das heißt, du bleibst auf jeden Fall der Schauspielerei treu und vor allem auch dem Genre der verfilmten Biografien, denn du spielst jetzt in einem ZDF-Zweiteiler demnächst die Ärztin Hope Bridges Adams. Wer war Hope Bridges Adams und warum spielst du diese Rolle? Also ich habe sie schon gespielt. Also das habe ich abgeschlossen. Ja, das habe ich gleich nach Hilde gedreht. Das war ein sehr geschäftiges, beschäftigtes Jahr. Hope Bridges Adams Lehmann, wie sie übrigens heißt, war eine junge Frau, die Ende des 19. Jahrhunderts, also 1890 herum, die erste Frau Deutschlands war, die Medizin studiert hat und die dann auch Medizin praktiziert hat. Und sie war eine Armenärztin und hat sich für Frauenrecht eingesetzt, für Geburtspflege und war eine Pionierin auf ihrem Gebiet und hatte auch ein sehr bewegtes Leben, Liebesleben, war da wirklich sehr anders als andere Frauen in der Zeit. Und das war eine tolle, tolle Rolle. Und was war ausschlaggebend, dass du gesagt hast, so, das will ich unbedingt spielen? Ja, es war eine großartige Rolle. Es ist ein emotionaler, starker Stoff und es ist eine kämpferische, ganz außergewöhnliche Frau gewesen. Und man kann sich eigentlich nicht mehr wünschen. Du spielst ja auch gerne sehr starke Frauen. Also auch Margarete Steiff, den Film habe ich auch gesehen, fand ich auch großartig. Also gehst du so nach diesen Rollen, dass du sagst, du wirst so starke Persönlichkeiten spielen oder ist das jetzt eher Zufall gewesen? Ja, ich denke, interessant werden diese starken Frauen dann, wenn man auch nach ihren Brüchen sucht und sie findet und sie auch darstellt. Also, dass man eben da nicht einfach nur eine Stärke demonstriert und sagt, die konnte alles oder die hat sich keine Sorgen gemacht oder da funktionierte alles, sondern dass genau das vielleicht die Oberfläche ist oder das, was man so von diesen Figuren abgespeichert hat, aber dass dahinter auch Schwächen standen und Einsamkeit zum Beispiel im Fall von Hildegard Knef und Unsicherheit und Dämonen, mit denen sie gerungen hat. Also das wäre, glaube ich, langweilig, wenn das so eindimensional wäre. Okay. Wenn man sich deine Karriere anschaut, sieht das schon alles sehr zielgerichtet aus. Also vor 16 Jahren hast du bei Viva angefangen und warst so Girlie der Nation und jetzt bist du eine renommierte Schauspielerin. Hattest du schon immer so einen Masterplan irgendwie in der Schublade liegen, dass du gesagt hast, so, hier fange ich jetzt mal an meinem Fernsehen, aber ich will ganz nach oben? Nee. nee, gar nicht. Also ich denke, den Anfang meiner öffentlichen Arbeit habe ich sehr intuitiv gestaltet und bin einfach durch die Türen gegangen, die sich mir geöffnet haben. Natürlich immer mit dem Bewusstsein, was ich nicht tun möchte. Ja, das war mir immer relativ klar.
Aber erst über die Jahre wurde mir immer klarer, was ich tun will und worauf ich dann auch warte oder was ich auch mit anschiebe. Und ja, und ich denke, dass erst in den letzten Jahren das so ein bisschen mehr gestalterische Form angenommen hat, so dass ich mir sage, okay, das will ich und da gehe ich jetzt auch entlang. Jetzt weiß ich irgendwie, was mir wichtig ist. Ja, du hast es jetzt auch wirklich geschafft. Also du bist ja eine angesehene Schauspielerin. Wie ist das? Denkt man in so einem Moment dann auch über Hollywood nach, dass man sich sagt, okay, Deutschland, ja, kennt mich ja schon jeder, bin ich angesehen, aber ich würde gern weitergehen? Nee, gar nicht. Glaube ich, bin ich zu alt für A und B. Ich glaube, die schöneren Rollen kann ich hier in Deutschland spielen. Und das ist ja das Wichtige, ja. Eben, das klingt schon mal sehr gut für uns, da sind wir beruhigt. Wir sind heute hier in Düsseldorf, das ist deine Heimatstadt. Bleibst du hier noch länger? Besuchst du morgen irgendwie, ich weiß nicht, Oma, Opa, Freunde, Verwandte? Ja, also morgen bin ich noch da, aber dann fahre ich abends nach Hause. Aber heute Abend sehe ich auch noch ein paar Freunde. Wenn ich nicht zu müde bin, gehen wir noch ein bisschen aus in die Altstadt. Sehr schön, dann wünsche ich dir da ganz viel Spaß dabei. Nachher auch viel Spaß in der Show. Dankeschön, dass du hier warst. Heike Makatsch.